Sowohl die Shokan als auch die Zentauren waren wütend, dass Baraka, Shao Kahns treuer Vollstrecker, ihren Meister getötet hatte, gerade als Erdenreich zum Greifen nahe war. Doch aus ihrer Wut wurde Bewunderung, als Shao Kahns leblose Leiche sich in den verräterischen Zauberer Shang Tsung verwandelte. Shang hatte versucht, das Reich für sich zu beanspruchen, indem er sich als Shao Kahn ausgab. Baraka ließ sich aber nicht täuschen. Er hatte Shang Tsungs Geruch erkannt und seine Kehle herausgerissen. Als das Erdenreich endlich unter Shao Kahns Kontrolle war, wurden Barakas treue und mutige Handlungen belohnt. Die Takatans ersetzten die Zentauren als Lieblingsrasse des Imperators.